Ich habe den Prozess der Vorbereitung der Gründung sehr nah beobachtet, war also ziemlich nah dran und hatte so eher meine Bedenken. Ich war sehr skeptisch gegenüber einer neuen Parteigründung. Aber Freunde von mir haben die Partei mitgegründet und durch einen sehr intensiven Austausch, Gedankenaustausch, fand ich das Projekt eigentlich doch sehr attraktiv. Aber es war mir von der Programmatik her zu sehr nach innen orientiert, also eurozentristisch, so der deutsche Vorgarten, ja, Naturschutz, Umweltschutz. Es war mir zu wenig international, zu wenig kosmopolitisch. Und deswegen habe ich gezögert. Aber als dann durch die Diskussionen die Einladung an mich erging, komm doch rein und du kannst den Platz besetzen. Also du kannst internationale Politik, Nord-Süd-Politik in die Grünen hineintragen. Dann fand ich das Angebot sehr attraktiv und habe natürlich gleich zugepackt, weil ich wollte ja damals auch die Welt aus den Angeln heben. Und bin dann am Tag nach der gewonnenen Landtagswahl im März 1980 dann eingetreten, habe dann auch gleich die Landesarbeitsgemeinschaft Internationales gegründet und von da an war für mich die Grünen, waren die Grünen eben meine politische Heimat. Ich habe ja erst 1985 mein Mandat angenommen und die ersten heftigen Auseinandersetzungen zwischen 83 und 85 habe ich auch nur aus der Ferne mitbeobachten können. Aber die Stimmung war schon noch sehr, ja fast aggressiv, muss ich sagen. Wobei ich glaube, dass alle Seiten ihre Vorurteile sehr gepflegt haben. Ja? Also die Konservativen gegenüber den Grünen, aber auch wir gegenüber den Konservativen. Und ich habe mir eine Methode angeeignet. Immer dann, wenn ein Abgeordneter so von oben herab, ja, so über uns redete oder gab ja auch wirklich Zwischenrufe unterhalb der Gürtellinie, wascht euch erst mal, ja, was sucht ihr hier im Bundestag, bin ich hin. Und habe gesagt, kennen Sie mich? Wissen Sie, wer ich bin? Ja, und habe die sozusagen den Stier bei den Hörnern gepackt. Und daraus entwickelte sich mit den Kollegen immer ein Gespräch, was sehr häufig darin endete, dass man zusammen eine Tasse Kaffee trinken gegangen ist und man ab dem Zeitpunkt miteinander gut kommunizieren konnte. Also ich hatte persönlich nach ersten Angriffen dieses aber ziemlich bald umgedreht und hatte dadurch, dass ich einfach auf die Leute zugegangen bin und habe sie herausgefordert, habe ich mir über die Parteigrenzen hinweg, persönliche Beziehungen aufgebaut. Und dann natürlich war mir auch sehr bald klar, dass wenn man sehr solide Sacharbeit macht, dann kann man auch als Grüne sehr bald sich auch Respekt verschaffen. Und darauf habe ich mich verlegt und das ist mir auch sehr gut gelungen. Also wir haben uns ja darauf vorbereitet. Ja? Insofern war natürlich die Anspannung war sehr groß, ob es denn wirklich klappen würde. Und die Freude war natürlich dann auch ungeheuer. Aber wir waren wirklich sowohl inhaltlich als auch personell sehr gut darauf vorbereitet. Viel besser als die Sozialdemokraten. Das muss ich einfach sagen. Wir hatten richtig gut miteinander Papiere ausgearbeitet, sodass wir in die Koalitionsverhandlungen sehr gut vorbereitet eintreten konnten. Und es hat, glaube ich, auch bei den Sozialdemokraten zu großen Überraschungen geführt. Das ist schwer zu sagen zur Zeit, weil mich ziemlich ärgert, dass von allen die rot-grüne Regierungszeit verschwiegen wird. Und am meisten noch von den Sozialdemokraten. Ich persönlich glaube, dass in diesen Jahren sehr vieles auf den Weg gebracht wurde. Wir haben wirklich unter schwierigen Bedingungen, unter denen wir heute noch zu leiden haben, unsere Sozialsysteme versucht, zukunftsfähig zu machen. Ja? Auch wenn man natürlich nie Beschlüsse fasst, die für die Ewigkeit gelten können, sondern die müssen auch im Nachhinein nachjustiert werden. Ist gar keine Frage. Aber wir haben dieses angepackt. Wir haben den Atomausstieg
organisiert und beschlossen, sodass der hieb- und stichfest ist, solange er politisch nicht revidiert wird. Ja? Wir haben den Verbraucherschutz, den ökologischen Landbau in den Mittelpunkt gestellt. Ein Mauerblümchen bis dato, also Verbraucherschutz spielte in den Regierungen davor überhaupt keine Rolle. Wir haben den internationalen Umweltschutz, die Klimadebatte, ja, war in dieser rot-grünen Regierung ein ganz wichtiges Thema. Erneuerbare Energiegesetz, ja, also wir haben wirklich zukunftsweisende Beschlüsse gefasst, die sicherlich einstmals in den Geschichtsbüchern vielleicht gewürdigt werden, aber im Moment gibt es immer noch zu viele, die die Zeit verschweigen wollen. Ich persönlich konnte natürlich auch in dieser Regierung mein Schärflein dazu beitragen, dass zum Beispiel die internationale Politik, die Nord-Süd-Politik, ein ganz, also wirklich ein Politikfeld geworden ist, was auch uns als Bundesrepublik Deutschland profiliert hat. Also von daher würde ich sagen, alles in allem eine erfolgreiche Politik, die leider durch Schröders Entscheidung zu einem Vertrauensbeschluss einfach abrupt beendet wurde, ohne Not. Dieser Landesverband lebt von zigtausenden aktiven Mitgliedern. Egal, wo ich hinkomme, jeder Ortsverband, ja, macht eine Politik vor Ort mit großem Engagement. Das heißt, wir leben von der Lebendigkeit und von einem ungeheuren Enthusiasmus auf der kommunalen Ebene, sodass unsere Partei, nicht nur lebt von einer kleinen Schicht von Politfunktionären, sondern es ist wirklich ein ganz lebendiger Parteikörper, der einfach auch in all diesen Jahren davon gelebt hat, dass die politischen Ebenen miteinander sehr verknüpft waren und einfach von unten her immer wieder auch die programmatische Auseinandersetzung vorangetrieben wurde. Das finde ich ausgesprochen gut und deswegen glaube ich auch, dass wir in nächster Zukunft keine Angst haben müssen, dass wir irgendwo austrocknen. Ich habe immer sehr großen Respekt gehabt vor Petra Kelly. Und zwar einfach deswegen, weil sie eine Frau war, die zum Beispiel im Menschenrechtsbereich nie blind auf einem Auge war, sondern egal, wo Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, da hat sie Partei ergriffen für die Opfer. Egal, ob das Menschenrechtsverletzungen durch die Vereinigten Staaten von Amerika oder von der damaligen Sowjetunion waren, das war völlig gleich. Und das war für mich eine Politik, wie ich mir sie für grüne Menschenrechtspolitik wünschte. Und von daher war sie für mich eine wichtige Person, die mich auch immer sehr stark unterstützt hat in der Fraktion. Naja, ich meine, 30 Jahre, da ist man noch sehr jung. Da wünsche ich meiner Partei, dass sie wächst und gedeiht weiterhin, ist ja völlig klar. Wir sind aber alt genug, um hoffentlich bei der nächsten Landtagswahl mit ans Regierungsruder zu kommen, weil ich glaube, diesem Land tut es gut, den Menschen, der Umwelt, der Ökonomie, denn Ökologie und Ökonomie haben wir Baden-Württemberger schon immer zusammen gedacht. Deswegen wünsche ich meiner grünen Landespartei, dass die nächsten Landtagswahlen so ausgehen, dass ohne uns keine Regierung gestellt werden kann.